Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Kinovorschau. Heute wollen wir uns die Filme anschauen, die ab den 5. Mai in den Kinos laufen. Und ich kann schon mal spoilern, es kommt ein großer raus und dementsprechend ist der Rest eher so, naja, also ich habe 3 Stück zusammenbekommen, wobei ich aber nicht bei allen 3 sagen würde, okay, da gehe ich jetzt ins Kino für. Nils, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich habe auch 3 zusammenbekommen, aber ob das jetzt wirklich gut ist, weiß ich nicht. Ich habe mich für Platz 3 entschieden für Memoria, wo es um Tilda Swinton geht, die ein komisches Geräusch hört. Das ist so alles, was der Text mehr oder weniger hergibt. Du kannst mir ja mal deinen Eindruck aus dem Trailer schildern. Mein Eindruck aus den Trailern ist stinkend langweilig. Also ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, alter Falter, also wie langweilig kann man bitte schön einen Trailer bauen, obwohl die Story ja an sich gar nicht so langweilig ist. Na, also es klingt ja nicht so verkehrt, dass er dann halt hier ein Geräusch hört und sie alleine hört nur dieses Geräusch und versucht jetzt natürlich auf den Grund zu gehen, was ist das denn jetzt? Aber ja, das wird ein Trailer so langweilig hingezogen, dass ich mir denke so, nee, danke. Also ich hatte auch überlegt, ob ich den hier irgendwie auf Platz 3 oder Platz 2 sogar irgendwie packe, aber nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht so, nein, danke. Ja gut, spielfilmmäßig startet halt nicht wirklich was anderes, ne? Hast du denn dann eine Doku auf Platz 3? Nee, habe ich nicht. Ich habe auf Platz 3 den Film Sun Children, ja, wo es um einen 12-Jährigen und seine Freunde geht, die ja so mehr oder recht mit kleinen Gaunereien halt über die Runden kommen. Und jetzt erzählt ihnen einer von einem großen Schatz, der halt vergraben ist, aber um dorthin zu kommen, müssen sie halt in diese Sonnenschule gehen, weil nur von dort können sie quasi auf diesen Schatz zugreifen, beziehungsweise von dort aus nur dann graben, weil es irgendwie so ein Kellergewölbe ist und von da kommen sie halt ganz gut rein. Und müssen jetzt auf diese Sonnenschule, wo eigentlich die eigentlich eine wohltätige Einrichtung ist, die halt dann versucht, Straßenkinder oder und Kinderarbeiter quasi auszubilden. Weißt du? Also nicht das Genialste, aber hey, besser als irgendwie eine Doku, die jetzt vielleicht noch so kommt. Und der klang jetzt nach dem Ganzen, was ich halt so gesehen habe, noch mit, ja, okay, kannst du dir vielleicht angucken, muss aber nicht. Ich habe es eher als Kinderfilm gesehen und habe den deswegen nicht genommen. Weiß nicht, es ist halt auch als Drama deklariert. Also es kam jetzt mir nicht unbedingt so als Kinderfilm vor. Okay, dann weiter, Platz 2. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir den gleichen haben. Ich habe mich nämlich entschieden für Lift Off. Ja, habe ich auch. Eine Romantik-Comedy-Dreiecksgeschichte zum Thema Marsbesiedelung. Dirk, erzähl mir vom Trailer. Ich habe diese Woche leider keine Trailer gesehen. Ja, es geht halt um Sophie, die mit Calvin zusammen ist, der sich für eine Mars-Mission quasi gemeldet hat. Die soll eigentlich nur ein paar Monate gehen. Haben gedacht, okay, ja, das ist ein großer Traum, soll er doch machen. Nun sind es jetzt schon ein paar Jahre und sie sagt dann, okay, nee, das wird mir jetzt alles zu bunt hier. Und ich fliege selbst zum Mars. Ne? Quatsch dann darüber noch mit so einem Kumpel hier, Walt, der so ein Barista ist. Und der macht sich dann halt auch auf und wird halt als blinder Passagier dann halt, kommt dann als blinder Passagier halt noch auf dieses Raumschiff. Und ich glaube, dieser Film spielt halt eher dann nicht auf dem Mars, sondern halt in diesem Raumschiff quasi, wo sie dann versucht, ihn zu verstecken und die sich natürlich dann ein bisschen näher kommt, bla bla bla. Ist halt Komödie, Romanze, wissen wir, was so halbwegs los ist. Ich habe erstmal gedacht, so, oh nee, jetzt kommen sie wieder mit so einem Mars-Ding und dann ist das wieder alles schrecklich und das sieht alles doof aus. Aber der Trailer hat mich positiv überrascht. Der sah echt sehr, sehr charmant aus. Also nach dem hätte ich eigentlich schon wirklich Lust, den Film auch zu sehen. So ist es nicht. Okay, interessant. Ja, nee, dann hat mir gefallen. Kann man sich den sicherlich mal angucken, wenn er bei Amazon Prime ist. Denn sagen wir mal ehrlich, ins Kino wird da keiner von uns für gehen. Der wird auch nicht in den Kino laufen, wo ich bin. Das wird alles besetzt sein mit dem Film, den wir beide wahrscheinlich auf Nummer 1 haben. So ist es. Ich meine, wir wissen alle, ich bin nicht der größte Marvel-Fan, aber bei der Auswahl diese Woche. Und ich muss ja sagen, ich mochte auch den ersten Doctor Strange-Film, deswegen Doctor Strange Teil 2, jetzt auf Platz 1. Bei dir und bei mir. Ja, natürlich, klar. Ansonsten ist ja wirklich die Auswahl diese Woche nicht so groß. Und ich muss auch sagen, okay, Doctor Strange, da werde ich auch direkt am Mittwoch, denn der startet schon am 4.5., werde ich auch direkt reingehen. Ich denke, das muss ich auch.
weil ansonsten wirst du wahrscheinlich sehr schnell totgespoilert. Weil ich schätze mal, da wird wieder so viel noch verpackt sein, irgendwelche Überraschungen, die Marvel da halt reingepackt hat und, oder irgendwelche Wendungen, dass du da ganz schnell Gefahr läufst, dass du irgendwas erfährst, was du vielleicht nicht erfahren solltest, wenn du den Film noch irgendwie genießen möchtest, zum Beispiel die Twists halt noch genießen möchtest. Viel bekannt ist eigentlich nicht. Gut, Doctor Strange öffnet dann die Dimension zu dem Multiversum. So ein bisschen Einblick hatten wir da ja schon mal in den letzten Spider-Man-Film, No Way Home. Ein bisschen Einblick hatten wir auch in der Serie von Loki gehabt. Und jetzt hoffe ich, dass das alles so ein bisschen zusammenpackt. Und keine Ahnung, was Doctor Strange da für Abenteuer erleben muss. Wir haben nur gesehen, okay, es gibt dann auf einmal einen anderen Doctor Strange, der irgendwie dann nicht der Gute ist. Es wird absolut wir, der Trailer ist absolut wir, du kannst aus diesem Trailer absolut nichts ziehen und ich hoffe, der überrascht mich dann einfach und ich hoffe, dass ich am Ende da sitze und denke so, okay, ja, das habe ich jetzt halbwegs verstanden. Mhm. Ja, dass er nicht dann zu wir wird und man einfach nicht mehr durchblickt und sagt so, ey, ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Das wäre doof. Kann ich mir bei Marvel fast nicht vorstellen. Ja, gut. Aber man merkt halt auch jetzt drin, dass auch so langsam die Brücken schlagen zu den Serien, die halt auf Disney Plus sind, weil Wanda ist ja auch mit dabei und die spielen ja schon an, dass es nach den Geschehnissen aus WandaVision passiert. Also falls man die noch nicht gesehen hat, sollte man vielleicht da auch nochmal dann vorher reingucken, weil weiß ich nicht, wie sehr dann so Bezug drauf nehmen, aber ich schätze schon, dass sich der Kreis dann so ein bisschen schließt und halt Marvel komplett aus ihren ganzen Serien und Filmen halt einen Kosmos machen, weißt du, dass das alles ein bisschen ineinander greift. Deswegen hoffe ich auch, dass wir noch ein paar Leute sehen aus Loki, weil die haben ja auch noch ein bisschen was mit den ganzen Krempel zu tun. Ach, das wird großartig. Ja, also ich hätte jetzt schon erwartet, dass die Figur, die am Ende von Loki eingeführt wird, irgendwas damit zu tun hat. Ja, hoffe ich doch. Also ich möchte auf jeden Fall, also Loki war großartig. Von den ganzen Serien, die halt jetzt bei Disney Plus sind, fand ich Loki bisher am coolsten, obwohl ich sagen muss, okay, Hawkeye habe ich bisher nicht gesehen, aber ich glaube, Hawkeye ist so ein bisschen Spin-off-mäßig außen vor. Hawkeye ist okay. Also ich habe Hawkeye gesehen. Ich glaube, Hawkeye ist eine ganz nette Serie, die ja auch so eher Weihnachtsprogramm ist. Hm. Aber zum großen Ganzen trägt in meinen Augen nicht wirklich was bei. Ja, deswegen meine ich ja, ich glaube, Hawkeye muss man jetzt nicht gesehen haben, um da jetzt weiterzukommen. Loki und WandaVision vielleicht schon eher und hier Falcon and the Winter Soldier kommt bestimmt auch noch mal irgendwo mit rein, aber ich glaube jetzt nicht in dem Spaß hier. Also geht halt nur 126 Minuten. Gesehen. Dann solltest du das vielleicht vorher noch nachholen, weil da gibt es auch so ein, zwei Sachen, die halt zu einer Entwicklung von Wanda führen, die vielleicht jetzt in den Filmen noch mal irgendwie aufgegriffen werden. Hm. Geht 126 Minuten, ich glaube, die müssen da sich ganz an den Riemen reißen, wenn sie da alles reinbringen wollen, was sie da machen wollen. Es gibt ja, sobald irgendwie ein Trailer rauskommt zum Marvel-Film oder du ein Poster hast, wird das komplett auseinandergenommen. Und da gibt es schon so viele Theorien zu, wo ich mir echt gespannt bin, okay, was davon passt und was passt nicht. Also es wird auch schon gesprochen von Tom Cruise als Superior Iron Man, was weiß ich. Wir werden sehen. Das dauert ja nicht mehr so lange. Übermorgen quasi kann man den Film schon sehen. Und als kleines Schmankerl ist ja Disney daher und sagt, okay, wenn ihr Doctor Strange guckt, dann seht ihr auch den Trailer zu Avatar 2. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Grund, um jetzt unbedingt den Film zu sehen, aber das gibt es halt noch oben drauf. Hm. Ja, da ist Disney wahrscheinlich wieder so drin, so ja, und vielleicht hoffen sie ja wirklich, dass Leute da reingehen, um nur den Trailer zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr, bei was ein Trailer es war, aber es gab, glaube ich, mal einen Film, wo sie den Trailer vorher angekündigt haben und dann sind Leute wirklich nur wegen dem Trailer da reingerannt, ja, aber ich weiß leider nicht mehr, welcher das war. Ich weiß es. Der Film, der da im Kino lief, war Rendezvous mit Joe Black. Ja. Und der Trailer, der davor lief, war Star Wars Episode 1. Achso, okay, dann sind die ganzen Leute da einfach reingegangen, um den Trailer zu sehen. Gut. So ist es. Vielleicht hat sich ja Disney gedacht, das klappt jetzt da mit Doctor Strange auch. Obwohl ich glaube, genug Leute auch so reingehen werden. Ich glaube, die brauchen jetzt nicht unbedingt noch den Antrieb durch den Trailer. Ja, irgendwann danach wird der Trailer ja auch wahrscheinlich dann ein paar Tage später bei YouTube sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt kinoexklusiv bleibt. Ne, die haben angekündigt ab dem 9., also eine Woche später halt. Ja. Na, guck. Gut, das sind unsere Top 3. Das ging ratzefatze eigentlich heute. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell der Rest noch geht, weil so viel bietet sich eigentlich gar nicht mehr. Ja. Gab es noch irgendetwas, was du dir näher angeguckt hast? Nein, oder du bist froh, dass du was zusammengekriegt hast?
bei den meisten habe ich mir nur angeguckt, wie heißt der Film, was steht da für ein Genre, und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, worum es geht. Also wir können ja mal anfangen mit, als Susan Sonntag im Publikum saß, eine Dokumentation über Frauen, die sich auf der Bühne unterhalten, wenn ich das so richtig verstanden habe, wo ich dann wirklich schon wieder da sitze und mir denke so, puh, warum soll ich, also klar, wenn ich mich fürs Thema interessiere vielleicht, aber ich würde es mir jetzt nicht angucken, und dementsprechend habe ich das auch relativ schnell dann übersprungen. Vor allem auch im Kino. Ja, na klar, die reden halt natürlich auch über wichtige Themen, hier Feminismus, bla bla bla. Aber das habe ich jetzt ein bisschen, ironisch abgehandelt, oder? So, ja, wichtige Themen, aber scheißegal. Nee, also es ist wahrscheinlich schon ein wichtiges Thema, aber nicht jedermanns Sache vielleicht. Und man muss es wahrscheinlich auch nicht unbedingt ins Kino sich angucken, oder? Also, das ist doch so ein Ding, das kannst du dir irgendwann mal hier auf Netflix, Arte, was weiß ich wo angucken, und dann ist gut. Aber dafür, um Leute quasi auf der Bühne zu sehen, wie sie über ein Thema diskutieren, muss ich nicht ins Kino. Ja, sehe ich genauso. So wichtig das Thema auch ist, aber dafür muss ich nicht ins Kino. Dann haben wir einen Film für die jüngere Generation, nämlich Die Biene Maya, das geheime Königreich. Der dritte Film der neuen, ich sag mal, neuen Biene Maya Generation, die halt jetzt hier animiert ist, bla bla bla. Und dann sind Maya und Willi irgendwie unterwegs, finden da irgendwie so einen komischen, so komische Ameise, die halt irgendwie ein Ei zum was weiß ich wohin bringen muss. Und die helfen dem jetzt. Fertig. Es ist halt ein Film für die jüngere Generation und gut ist. Ich muss ja sagen, ich mochte ja die Zeichentrick-Generation ganz gut, also die Zeichentrick-Serie mochte ich damals. Deswegen tue ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen schwerer mit den Animationsdingen, aber ich denke mal, für die, die es nicht anders kennen, ist das ein super netter Film. Ich habe einfach gelesen Biene Maya und dann habe ich weitergemacht. Also, du bist ausgestiegen. Ist halt nicht mehr meine Zeit oder ich bin auch nicht die Zielgruppe, und ich glaube, ich habe mit Biene Maya auch wenig zu tun gehabt. Also es war schon immer eher, ich weiß gar nicht, wo das früher lief. Also ich weiß, bestimmt habe ich mal ein, zwei Folgen von der Zeichentrickserie gesehen, aber ja, das war es dann eigentlich auch wieder. ZDF würde ich sagen, oder? Biene Maya lief damals immer so ein ZDF, so ein Nachmittagsprogramm hier, Kinderfernsehen, und dann hat sie mal ein paar Folgen Biene Maya gehabt und dann war ganz nett. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Hörspiele gehabt damals von Biene Maya, und dann ist gut. Also ich war jetzt kein Riesenfan davon, aber ich habe es dann doch ganz gerne mal gehört, wenn es halt mal irgendwie lief, oder gesehen halt, wenn es lief, und dann hat das gereicht. Fertig. So, machen wir weiter. Next ist Sigmund Freud. Eine Dokumentation über Sigmund Freud. Wer sich für das Thema interessiert, kann wieder einschalten. Wie gesagt, ich brauche es jetzt nicht im Kino. Und ganz ehrlich, mehr kann man darüber auch nicht erzählen. Also mehr sagt auch der Trailer nicht. Der Trailer sagt einfach nur, ja, eine Dokumentation über Sigmund Freud. Ja. Fertig. So, nächste Dokumentation. Die Kunst der Stille. Über den Pantomimen. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal kurz überlegen. Hier, Marcel, wie wird er ausgesprochen? Marcel Marco, irgendwie sowas. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über den guten Mann, als der Film hier letztes Jahr rauskam. Genau. Ja. Ja. Resistance quasi, Resistant, keine Ahnung, wie man das auf Französisch ausspricht. Und jetzt geht es halt eher um die wahre Figur, halt jetzt nicht um den Film selbst, sondern halt um die wahre Figur, der halt im Zweiten Weltkrieg dann halt Kindern geholfen hat, sich vor die Nazis zu verstecken, oder beziehungsweise den Kindern halt in Sicherheit gebracht hat, also jüdische Kinder in Sicherheit gebracht hat. Zählt wieder zu an sich vielleicht ein interessantes Thema für die Leute, die es interessiert. Ja. Ich bin da leider ein bisschen raus. Der Film mit Jesse Eisenberg soll, glaube ich, auch nicht so gut gewesen sein. Also vielleicht guckt man sich dann eher hier die Dokumentation an, wenn einen die Geschichte interessiert. Ja, das wohl war, aber er hat mich auch ein bisschen dann abgehalten davon, die Kritiken quasi. Weil ich fand jetzt eigentlich vom Trailer her, fand ich den Film jetzt nicht so verkehrt. Aber dann haben viele gesagt so, nee, der ist nicht gut, der ist schlecht. Und dann habe ich mir dann gesagt, okay, dann klemme ich mir den. Vielleicht irgendwann mal, wenn er irgendwo mal kommt, gell? Dann dein geheimes Highlight. So gut, ey. Hopfen, Malz und Blei. Ein deutscher
schlechter Abklatsch von der Schuh des Manitou. Ja. Obwohl der Schuh des Manitou ja auch schon deutsch war, muss man schon sagen. Nee, ganz ehrlich, das ist ein Schnittfilm. Ganz ehrlich, wenn ich mir den Trailer so angucke und spätestens bei den Indianern weiß ich, alles klar, das Ding hat 100 Euro gekostet und einen Kasten Bier und dann ist es gut. Keine Ahnung, ey. Das haben irgendwelche Freunde zusammengestellt, haben gesagt, oh geil, lass uns mal einen Film machen. Und daraus ist dann das entstanden, der wilde Bayern halt. Also nicht der wilde Westen, sondern das wilde Bayern, wo irgendwie so ein Musikerpaar, keine Ahnung, von Indianern und die Brauereigang, keine Ahnung, irgendwie verfolgt werden. Ich habe aus dem Trailer auch nicht verstanden, was die von mir wollen. Aber es ist ein kleiner Film, wenn man kleine Indie-Filme unterstützen möchte, dann guckt man sich den an. Keine Ahnung, wo der laufen wird. Wahrscheinlich nicht in so vielen Kinos. Vor allem nicht, wenn Doctor Strange startet. Dann werden wahrscheinlich eher die, so die kleinen Indie-Kinos vielleicht mal ein Herz packen und sagen, okay, wir zeigen den einmal die Woche oder so. Und dann ist gut. Das Post also, alleine schon so schrecklich ist. Ich muss ehrlich sagen, bei dem Trailer habe ich mir tatsächlich zwei Sachen gedacht. Einmal, das könnte ich auch. Also gerade auch so, wo die sich dann prügeln da im Wald. Da dachte ich mir, mein Gott, das sieht wirklich so aus, als hätte ich das halt nachmittags selber im Wald gedreht. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, wer bringt das ins Kino? Also das überrascht mich tatsächlich ein bisschen daran. Ja, es ist echt übel. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich denke, okay, das war irgendwie so ein Studenten, ich würde noch nicht mal sagen von der Filmschule oder sowas, weil die können das wahrscheinlich besser, sondern irgendwelche Freunde, die sich halt zusammengestellt haben und gesagt haben, ey, lass uns mal einen Film machen. Machen wir einen lustigen Film über den wilden Bayern und gut ist. Ja, haben sich da eine Kamera geliehen. Natürlich. In Mundart, ja. wir tun den Film aber schon wieder mehr Zeit widmen als andere Filme, die vielleicht besser sind. Aber hey, vielleicht ist das wieder so ein Guilty Pleasure, weißt du, so ein Film, den du einfach anguckst, der einfach nur schrecklich ist, aber du trotzdem Spaß dran hast, weil er halt so schrecklich ist. Kann ja sein. Oder man aber muss Bayer sein, damit man das geil findet. Ja, vielleicht oder das. Gut, also hoffenmals und bleibt viel Spaß. Tut's euch an. Ey, wenn ihr den Film gesehen habt, bitte schreibt unten rein, wie der Film ist. Ob der wirklich was taugt oder ob der einfach nur von vorne bis hinten schrecklich ist. Ah, gut. So, was bleibt denn noch übrig? Nawalny bleibt Nawalny noch übrig. Genau. Eine Dokumentation über den russischen Oppositionellen. Mhm. Und sicherlich ein aktuelles Thema. Ja, auch da wieder freue ich mich ins Kino, sondern gucke mir vielleicht irgendwann mal auf YouTube an oder so. Ja. Also gerade auch ein aktuelles und auch ein wichtiges Thema, aber ob ich dafür jetzt ins Kino muss, weiß ich nicht. Der Trailer dazu geht 37 Sekunden und sagt einfach gar nichts. Außer, dass es halt um Nawalny geht. Der sagt, okay, ja, was Russland so macht, ist nicht unbedingt alles geil. So. Ja. Gut, das wird jetzt heute ja noch aktueller sein als zu dem Zeitpunkt, wo es gefilmt wurde. Ja. Weil da gab es ja noch gar keinen Ukraine-Krieg in dem Sinne. Ja, und das war die Auswahl diese Woche. Also vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen mitfühlen, warum wir dann die Filme auf Platz 2 und 3 gepackt haben, die uns ja eigentlich selbst noch nicht mal so 100 pro interessieren, weil der Rest ist halt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei diese Woche. Wie es nächste Woche aussieht, weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich wird sich schon noch der ein oder andere Film dann trauen, nochmal gegen Doctor Strange in die Bresche zu schlagen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, ja, herzlich willkommen zur Kinovorschau. Bis dahin haben wir natürlich noch ein, zwei nette Programme für euch. Wir haben natürlich wieder den Podcast, der seit gestern online ist, wo wir ein bisschen über verschiedene Themen reden. Unter anderem halt die CinemaCon und Avatar 2, auch den Trailer zu Avatar 2. Zumindest reise ich ein bisschen kurz an. Und wir verstricken uns irgendwann irgendwie, glaube ich, so in das Thema Inhalt gegen Effekte und sowas. Es wird interessant, hört sich einfach an. Irgendwann sind wir komplett abgedriftet und haben ganz viel Spaß gehabt. Und dann haben wir natürlich noch am Mittwoch die neue Screentime-Folge. Wir hatten ja eine kleine Pause gehabt, jetzt gibt es eine neue Folge. Und zwar über Fight Club, was wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant wird, weil Nils mir wahrscheinlich so halbwegs den Film erklären muss, worum es da drin geht. Guckt es euch einfach an und habt Spaß mit uns. Ansonsten, ja, wie gesagt, sehen wir uns dann nächste Woche wieder und dann bis dahin macht euch eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao.